spreche von kein Glück im Osten. Okay. Ich fühle 1000 Kilometer für 200 Mark Schmidt. Ich war ziemlich enttäuscht, als kaum einer kam, das glaube ich nicht. Doch es lag nicht am Veranstalter, es war meine eigene Schuld. Ich habe kein Glück im Osten, kein Glück im Osten, kein Glück im Osten. Da war diese Frau im Publikum, sie kritisierte jedes Lied. Sie sagte, du willst uns wohl für dumm verkaufen. Ich sagte eher im Gegenteil. Sie sagte, wir haben hier unsere eigenen Gruppen. Zum Beispiel Keimzeit. Keimzeit sind besser als du. Ich sagte, Keimzeit sind ja auch mehr als ich. Das ist irgendwie ungerecht. Und die Renft-Kombo, das war noch Musik damals. Die Renft-Kombo, die hatten noch Texte, die hatten so ein bisschen Tiefgang. Komm, ein bisschen drüber nachdenken. Und nicht so oberflächlich wie bei dir halt. Die Renft-Kombo, dem wurde es ja auch immer ganz so schwer gemacht von den Behörden. Aber die hatten das Herz auf dem rechten Fleck. Das waren echt tolle Jungs. Die wurden immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Immer Knüppel, eine tolle Gruppe, Renft-Kombo. Außerdem kannst du ja nicht mal den Blues spielen. Und ich sag dir was, eine Art wie Chemnitz hat schon lange genug den Blues gehabt. Oh ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin hier, um das zu beenden. Sie sagt, gar nicht Gitarre spielen überhaupt. Küss mal, küss mal, küss mal, das ist furchtbar. Ich kenne jemanden, der kann viel besser Gitarre spielen als du. Der ist auch gerade hier. Gib dem noch mal dein Instrument jetzt so. Komm mal her hier, komm, geh mal her jetzt. Hier einmal so. Ich sage nein. Noch eine Menge kriegen. Lektionen. Kein Privateigentum natürlich. Sie sagte, was du machst, ist ziemlich flach. Ich sagte, es ist ja vom Grunde ganz einfach. Ich habe kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Schau mal, wer sie soll hier. Und sie haben euch ausgelacht, abgezockt und fertig gemacht. Sind mit ihren Silbermetallic-Mercedesen vorgefahren, haben irgendwas in ihre Kalbsleder-Notizbücher gekritzelt. Und eine Woche später war das Häuschen von Oma weg. Rächt euch dafür an mir heute Nacht und behandelt mich nicht zu sacht. Und wenn es keine Zugaben gibt, und wenn dir niemand beim Abbauen hilft, obwohl es offensichtlich ganz schwere Sachen sind. Guck mal alles an hier, was soll denn? Ja,
und sich anschauen wie ein seltsames Tier, wenn die Verstärker zum Auto trägt. Und er die Stadt verlässt und dir einen völlig anderen Beruf wünscht, dann hast du kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten.